So, hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, Entschuldigung, bisschen kratzender Hals. Ja, willkommen zurück. Wir machen hier direkt weiter. Ich musste gerade das Level, den Schlüssel nochmal holen. Ich habe aus Versehen beim Starten die Save State-Taste anstatt die Laden-Taste gedrückt. Ja, und war dann, hatte da, ja, war halt scheiße. Aber jetzt geht's hier wieder wie gewohnt weiter. Wir müssen noch das normale Ending in dieser Welt schaffen. Dann haben wir das Unterwasserlevel wenigstens auch hinter uns gelassen. So, alles hier fertig gemacht. Ich habe eine Feuerblume, wie ihr seht. Ich glaube, die hatte ich, als ich aufgehört habe, nicht. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und dann machen wir einfach mal weiter. Ja, Super Mario World. Ich habe euch ja schon erzählt, warum ich das Spiel jetzt playe. Weil ich es einfach über alles liebe und weil ich es einfach so toll finde. Och, was war das denn? Dieses Scheißspiel. Naja, Spaß beiseite. Nee, es ist wirklich ein tolles Spiel. Und ich habe auch richtig Lust, es zu spielen. Deswegen, wir haben zwar schon mitten in der Nacht jetzt. Aber es ist ja samstags und ich dachte mir, komm, was kostet die Welt? Ich nehme die Hälfte. Dann nehme ich dann nochmal so ein Part auf. Und das mache ich jetzt. Er wird wahrscheinlich. Es ist jetzt wahrscheinlich am Montag, wenn ich das hochlade. Hoffe ich zumindest. Ich hole mir hier mal ein Power-Up. Ja. Lass mal die Fehler, wir brauchen sie nicht übertreiben. Das Spiel habe ich schon. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es schon x Male durchgespielt. Ich muss sagen, wie gesagt, oh, wir haben den Super Nintendo schon seitdem ich, glaube ich, ja, ich glaube, den haben wir schon fast so lange, wie ich auf der Welt bin. Also mit ich meine ich jetzt meine Familie. Ich sag schon wieder voll oft, was ich merke ich gerade. Glück gehabt. Und früher habe ich das Spiel richtig gesuchtet. Als ich älter war und nicht mehr ganz so oft. Okay. Ist hier nicht auch eine. Das gucke ich gleich nach. Ist da nicht auch eine Ranke? Haben wir das nicht auch schon. Ich weiß gar nicht mehr genau. Haben wir das nicht auch schon im letzten Part gemacht? Aber je nach kann man speichern, oder? Ja, da ist eine Ranke. Obwohl, ne, ich glaube, das. Ich habe das Spiel die letzten Tage schon mal nochmal durchgespielt, ohne aufzunehmen. Ich glaube, jetzt bringe ich gerade was durcheinander. Auf jeden Fall habe ich, als ich ein bisschen älter war, so 15, 16, das Spiel zwar nicht mehr, ach auch 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, so in dem Alter nicht das Spiel nicht mehr hauptsächlich gespielt, die ganze Zeit gesagt, jetzt, heute muss ich spielen. Aber ich habe noch zwei kleine Geschwister, also ich habe insgesamt vier Geschwister, wir sind fünf Kinder. Ich habe zwei große Geschwister und zwei kleine. Und meine kleinen Geschwister, das ist mit der Steuerung, mit der ich nicht klarkomme auf dem Gamepad. Irgendwas stimmt hier nicht. Hallo. Auf jeden Fall habe ich zwei kleine Geschwister, die auch das natürlich dann auch angefangen haben zu spielen. Ja, toll. Und die haben mich immer zur Hilfe gerufen. Deswegen bin ich nie aus dem Training rausgekommen. Ich habe das immer gespielt. Immer in meinem Leben. Immer mal wieder, weil ich um Hilfe gerufen wurde und so weiter und so fort. Ja, machen wir mal hier eben das Eislevel. Mit dem Stern kann man, glaube ich, nicht großartig Leben farmen. Vor allen Dingen nicht so, wie ich es hier mache. Ja, reicht einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier. Ach komm. Das war so klar. Ah, wir haben sogar alle Yoshi-Münzen. Oh. Ach du Scheiße. Was mache ich denn hier? Ach du Scheiße. Oh, nicht sterben. Bitte nicht. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe schon wieder gesagt. Ups.
Wenn ihr Quietschen im Hintergrund hört, dann ist es mein Stuhl. Ich bitte das zu entschuldigen. Der ist schon ein bisschen älter. Ja. Ja, toller Stuhl. Ich bräuchte mal einen neuen, aber das kann ich mir im Moment nicht leisten. Also als Student ist da nicht immer unbedingt ein neuer Schreibtischstuhl drinne. Man muss ja noch irgendwie das Alkohol finanzieren können. Aber liebe Kinder, keine macht den Drogen. Gut, Bildungsauftrag auch hinter uns gelassen. Ja, heute kam Supertalent im Fernsehen und ich muss sagen, es erschreckt mich doch immer wieder, dass Leute, also es kann ja gut möglich sein, dass Leute einen Schicksalsschlag erlebt haben, aber dass Leute dann das auch immer ja, wie sagt man, ausweiden müssen, sagt man das so? Da sind zwei Typen, die sagen, gute Freunde von denen wären gestorben. Und das nehmen die dann, um beim Supertalent erfolgreicher zu sein. Ich weiß nicht, ob sowas sein muss. Ich finde das ja eigentlich gar nicht so schlecht, so eine Casting-Show, so eine Supertalent-Show. Die Idee finde ich ganz schön. Es gibt nun mal Leute, die erstens aufgrund ihres Äußerens oder was auch immer, wie Michael Hirte zum Beispiel, oder ja, keine Ahnung. Es kommt ja nicht immer aufs Aussehen drauf an, aber in dieser Welt ist es ja meistens einfach so, dass einfach viel danach gegangen wird. Und da haben diese Leute natürlich eine Chance, sich zu zeigen und dann auch den anderen zu zeigen, dass sie es drauf haben und dass es egal ist. Solche Typen wie Michael Hirte zum Beispiel, ja, der ja auch einen Schicksalsschlag hatte, aber der hat halt gerne Mundharmonika gespielt und das hat man gemerkt. Aber da waren jetzt Tänzer und die erzählen, dass zwei Freunde von ihnen beim Autounfall gestorben sind. Und dass sie jetzt wieder anfangen zu tanzen, obwohl sie für aufgehört haben seit diesem Schicksalsschlag. Und dann weiß ich nicht, ob das in so eine Show gehört. Finde ich nicht. Also man sollte das Ganze doch vielleicht so aufziehen. Oh, mein Skype. Man sollte das Ganze doch bitte so aufziehen, dass es da um das Talent geht und nicht darum, ob der jetzt, ja, man könnte jetzt ganz rabiat sagen, ob der jetzt irgendwas Schlimmes erlebt hat oder nicht. Es macht natürlich Quote, kann ich, ach ja, ach scheiße. Es macht natürlich Quote, kann ich verstehen, aber wir müssen endlich mal dahin kommen, im Fernsehen zu sagen, es geht nicht immer nur um die Quote, es geht auch um das, was man sieht und ja, man kann die Leute auch einfach tanzen lassen, ohne dass sie erzählen, ja, der und der oder das und das oder mein Hamster hat Krebs. Das muss einfach nicht sein, finde ich. Ich find's auch schön, Leute zu sehen, die was können, ohne dass sie einen Schicksalsschlag erlebt haben, weil sowas erlebt jeder Mensch, das ist nichts Besonderes. Es ist natürlich was Schlimmes und jeder sagt, oh, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich sowas erlebe, dass ich auch Menschen habe, die dann an meiner Seite sind, aber es geht halt einfach nicht darum, das in so einer Show preiszutun. Und ja, aber das dazu. Was mir heute viel mehr Spaß gemacht hat im Fernsehprogramm, war einfach, wie Stefan Raab und Elton beim Turmspringen auf Platz 2 gekommen sind und sich gefreut haben wie so kleine Kinder. Das war echt lustig anzusehen. Das war wirklich toll, muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht, das anzugucken. So, Switch Palace, und zwar der rote. Ja, hier kann ich nicht viel falsch machen. Gib mir ein Leben. WTF? Och ja, jetzt. Ach, so ein Beschiss, ey. Da werde ich auch noch von dem Typen getroffen. Das ist traurig. So, Switch Panel ist activated. Ups. Ich ducke mich immer, ich weiß nicht wieso. Das Steuerkreuz ist irgendwie blöd angeordnet. Mein
großer dicker Daumen, der belegt immer alle vier und dann drücke ich manchmal aus Versehen mit nach unten, obwohl ich das gar nicht will. Ach, das ist blöd. Aber daran gewöhne ich mich schon noch. Das ist natürlich bei dem Spiel hier jetzt auch nicht ganz so schlimm. Bei einem schwierigen ROM-Hack wäre es vielleicht schon wieder ein Hindernis. Deswegen muss ich noch trainieren. Seht ihr? Oh. Naja. Ja, es war klar, dass das nicht klappen kann. Komm schon, lauf! So, jetzt können wir hier auch das Level beenden. Zacka, zacka, zuck, 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 zacka, zuck, 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 zacka, zuck, zuck, zuck. Bam. Biu. Ja. Mal eben gucken, wie spät es ist. Okay. Vielleicht noch was zu meinen Projekten, die ich starten will, kann, könnte. Ich habe eine Wii, die ich allerdings im Moment zu meinen Eltern gegeben habe, weil erstens da noch vier Personen wohnen und die Wii natürlich öfter und besser gebrauchen können wie ich alleine. Und ich kann ja dann immer am Wochenende spielen, wenn ich da bin. Zum anderen auch, ich spiele sehr gerne Mario Kart. Sehr, sehr gerne. Natürlich spiele ich das nicht ganz so gerne offline, weil irgendwann hat man alle Pokale schon und ist ja auch nichts Neues mehr. Online ist das natürlich eine ganz andere Sache. Ich liebe dieses Spiel offline zu spielen. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass ich einen Internetanbieter habe, den ich jetzt nicht unbedingt explizit nennen möchte. Alice im Wunderland. Auf jeden Fall, boah, skillig. Auf jeden Fall, ich habe halt Internet, aber ich kann nicht die Wii mit dem Internet richtig connecten, ohne dass ich ständige Abbrüche habe. Ja, das bedeutet natürlich, ich würde eigentlich sehr gerne Mario Kart Wii Let's Play machen, das würde mir riesigen Spaß machen. Das Problem ist einfach, ich kriege keine zwei Rennen hintereinander ohne Internetabbruch hin. Einfach nur, weil die Router von meinem Internetanbieter nicht fähig sind, die Wii zu unterstützen und ich im Moment auch nicht die Möglichkeit habe und eigentlich auch nicht einsehe, dass ich wegen denen mir jetzt für 50 Euro eine Fritzbox kaufen muss. Weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, wenn ich bei denen einen Vertrag unterschreibe, dann sind die auch dafür verantwortlich, oder was heißt nicht verantwortlich, aber dann liegt es in deren Interesse, dass ich Internet habe, was auch funktioniert und womit ich zufrieden bin, damit die weiter Geld von mir kriegen. Es ist leider nicht so. Ich muss leider darauf verzichten. Vielleicht kaufe ich mir jetzt irgendwann nächstes Jahr mal da einen neuen Router. Vielleicht aber auch nicht. Das kann man dann mal schauen. Aber das ist halt so eine Sache, wo ich sage, ja. Deswegen würde ich auch nie zu Alice im Wunderland gehen, weil keine Zeit, ne? Deswegen, aber mal schauen. Wie Let's Plays sind halt an für sich möglich. Ich habe schon wieder eben gesagt, ich hatte schon wieder einen Slowdown, ich weiß nicht wieso. Sie sind möglich, im Moment aber noch nicht und ich würde jetzt auch gerne erstmal lieber hier ein bisschen so Retro-Sachen machen und vor allen Dingen bald Siedler 2 und Siedler 3 anfangen. Das ist mir eine große... Ich möchte diese Spiele einfach wieder spielen. Ich liebe sie. Ja, ich sag das oft. Aber es ist einfach so. Ja, Siedler 2 und Siedler 3 haben einfach einen übelsten Spaßfaktor bei mir. Ach. Die Spiele habe ich auch schon gespielt auf meinem damaligen Windows 95er PC. Da war ich noch klein. Ja, und diese Spiele fand ich einfach immer schön. Ich finde, ich bin dann auch nicht so der Typ, der dann sagt, ja, ich brauche jetzt eine übelste Grafik oder so. Ach, was mache ich denn hier? Ach, super. Ich brauche jetzt eine übelste Grafik oder so. Ich spiele lieber Spiele mit guten, durchdachten Spielwegen. Jetzt bei so einem Spiel wie Siedler natürlich Wege, Produktionsketten,
einfach Automatismen, die man starten kann, da, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich weiß nicht, Siedler 4 hat schon angefangen, da irgendwie dann einfach den Wert des Spiels irgendwo anders hinzulegen. Nicht mehr aufs wuselige Gameplay, sondern einfach auf eine gute Grafik und blau und blub, und das passt einfach nicht zusammen. Deswegen mag ich halt meistens solche alten Spiele lieber. Bei Mario ist das ähnlich. Ich spiele viel, viel lieber ein 2D Mario wie ein 3D Mario, muss ich sagen. Super Mario 64 habe ich auch gespielt. Fand ich persönlich nicht ganz so gut. Es ist natürlich ein tolles Spiel und, ach, was mache ich denn? Es ist natürlich ein tolles Spiel und, es ist natürlich ein tolles Spiel. Und das Level mache ich jetzt noch. Ein tolles Spiel. Ich wiederhole mich jetzt zum, weiß ich nicht, wie vierten Mal. Ist es aber auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ein Moment so. Aber die Sache ist einfach, dass ich, weiß ich nicht, ich konnte mich nicht so richtig damit anfreunden. Ich finde da Super Mario World halt einfach besser, um ehrlich zu sein. Ich finde da auch Mario Bros. 3 besser. Mario Bros. 1 ist natürlich Kult und Super Mario Bros. 3, 2 meine ich. 2 ist ein bisschen anders. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie durchgespielt. Wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme, ne? Ja, aber ich mag, weiß ich nicht. Wobei ich Super Mario Galaxy 1 angespielt habe und es hat mir schon gefallen, muss ich sagen. Aber an für sich mag ich 2D-Spiele lieber. Auch Donkey Kong Country. Donkey Kong Country Returns ist so ein tolles Spiel. Donkey Kong 64 ist auch ein tolles Spiel, habe ich auch gespielt. Aber ich weiß nicht, 2D hat bei mir einfach irgendwie so einen besseren Eindruck hinterlassen. Naja. Genug Philosophie zu später Stunde. Der Tom muss jetzt auch mal ins Bett, ne? Ich glaube, es ist an der Zeit. Im Fernsehen tanzen irgendwelche Transen. Das muss ich jetzt mal ausstellen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das guckt, vielleicht auch einen guten Morgen. Ich hoffe, ihr guckt noch mal rein. Dann sage ich einfach mal bis nächste Mal und auf Wiedersehen. Ciao. Tschö.